ich komme jetzt rein. So, Bionalo sagt, ich glaube, sie kommt jetzt rein. Ich weiß nicht, was sie meint, aber ich versuche immer noch, den Bär zu erlegen. Ich glaube zwar nicht mehr dran, ehrlich gesagt, weil der Bär ist in einer Ecke, die für ihn äußerst, wie soll ich sagen? Du müsstest mir nur zeigen, wie man hinkommt, weil... Ich weiß ja nicht, also wenn du schwimmst, ja, jetzt würde ich gerne... Ich muss mal kurz Bionale was zeigen. Ach, die ist aber gar nicht drin, dann kann ich ruhig weitermachen. So. Ich brauche ja nachher erstmal Waffen. Ich habe ja nichts. Na toll, jetzt habe ich keinen Bogen mehr. Oh, ich könnte so abkotzen. Oh, leck mich doch, du scheiß Verschissener Bär. Sorry, aber du nervst. Ich muss sowieso zum Schiff runter, deswegen mache ich mal hier so. Sag ich doch, ich muss sowieso zum Schiff, deswegen mache ich mal den Weg etwas kürzer, denn ich brauche einen Bogen. Ich werde hier ständig gekillt. Also wirklich. Gut, einen Bolzen brauche ich. So, kriege ich das raus? Nee. Ich bin online. Ich meine im Freundennetzwerk. Weiß ich doch nicht, was das ist. Bei Steam kannst du auf Freunde klicken. Wenn ich online bin, dann sieht man mich doch. Ja, dachte ich auch. So, den Bär ignoriere ich mal. Ich guck mal, ob ich noch einen anderen Bär irgendwo in einer etwas schlechteren Position finde, weil ich habe hier noch dieses wunderbare Ding. Nennt sich Sweepnet. Bionalo kann ich übersetzen, ich bin kein Sprachenmeister. Das ist immer noch ein Bienenfangnetz. Eine Fresse. Okay, Net für Netz und Sweep. Ja, Fachchinesisch. Auf dem Frust, dass ich jetzt gestorben bin, muss ich wieder Marzipan essen. Ich sehe dich nicht. Ah! Kannst du dir lieber woanders hin? Ich habe hier gerade Rage Mode, okay? Das könnte in Toten enden. Nicht wundern, falls man das jetzt hier sehen sollte. Ich muss mal kurz hier schauen. Im Bionalo, Freund, ich bin online. Ja, ja. Siehst du mich denn online? Oh, du, ich gehe jetzt nicht nochmal bei Steam rein während der Aufnahme. Ich bin online. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Ich kann auch auf jeden Fall mal sein lokales Netzwerk verwenden. So, das ist der wunderbare Strand, bei dem ich schon wieder bin. Und ja, mal gucken, was mich jetzt als nächstes wieder erwartet. Den Bär lasse ich jetzt mal außen vor. Weil der kann mich mal gekonnt. Und werde mich jetzt mal den Bienen widmen, wie auch immer das funktionieren soll. Bionalo sagt, ich soll das Bienennetz nehmen. Dann soll ich das mal an diesen fliegenden Bienchen ausprobieren. Ich könnte wetten, die Bienen stechen mich und ich bin dann auch wieder tot. Nach meinem Glück, was ich heute habe. So, da gehe ich jetzt nicht lang. Ich hasse den Bär. Da soll mir bloß aus dem Weg gehen. Nimm ich mal die Axt, wenn ich jetzt hier noch ein wunderschönes Bäumchen sehe. Ich weiß nicht, ich habe vorhin Bienenleins gefunden, aber
wo die sind. Muss ich selber schauen. Hier ist ein kleiner Baum. Ich komme nicht rein. Kann man vergessen. Ich bin nicht drin. Gut. Setzling bitte, nicht nur Holz. Na endlich, ein Setzling hat er. Weil was Holz ist schön und gut, aber was bringt es, wenn man das nicht anpflanzen kann? Den Baum. Für dich. Wo geht's denn hier lang? Also ich muss mich selber wieder orientieren an dieser Insel. Ich habe das Gefühl, es ist der Eingang. Ja, von hier komme ich. Genau. Und jetzt kann ich mich mal orientieren. Hier kam ich hoch, wo ich damals bei Balboa angefangen habe. Dann bin ich erst nach links. Erst hier lang. Und dann den mittleren Weg. Ja, werden wir mal schauen. Ich werde mal diesen Weg nutzen. So fortfahren, wie ich letztes Mal war. Ah, die Bienen. Nur leider ist jetzt da kein Bienenstock mehr. Aber Bienenhonig mehr. Den habe ich jetzt geklaut schon. Wie kriege ich denn die Bienen? Die fliegen doch überall rum. Ja, aber ich kann es nicht einfangen. Mit dem Netz? Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Du musst doch bestimmt das Netz dafür benutzen. Ja, erstmal muss ich. Ich hoffe, ich kriege noch so ein. Da ist ja noch so einer. Oh, der erwischt mich bestimmt auch. Ich guck mal hier hoch, ob ich hier hochkomme. Eine Position, wo er nicht so richtig kann. So, na komm. Krieg ich das hin diesmal? Mensch. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich verblemper hier die Pfeile, ich habe nur 30 Stück. So, mal gucken. Voll in den Arsch geschossen. So, ja, cool, jetzt habe ich es geschafft. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Noch irgendwas? Nee. Kriege ich noch einen Kopf? Nee, einen Kopf kriege ich nicht. Dann brauche ich hier. Ich weiß gar nicht, wie man die Bienen fängt. Also ich schwede hier schon mit diesen Stöckchen herum. Ich springe hier rum wie ein Weltmeister und es klappt nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Deswegen werde ich aber mal weitergehen. Hier sind mehrere Bienendinger. Ich muss mal gucken, ob ich nicht hier irgendeinen Baumstamm übersehen habe. Auf jeden Fall habe ich einen Bären erlegt. Einen Baum habe ich auch übersehen, merkwürdigerweise. Gib wenigstens einen Setzling. Oh, das ist schön. Im Pinenzapfen hat er einen einzigen von dem ganzen Baum. Das ist so realistisch. Ja, ich sag nicht dazu. Ich sag nicht dazu.
so soll es sein. Gut, dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal einen Bär, aber ohne Kopf. Aber ich habe jetzt mit einem Kopf. Gut, und jetzt geht's weiter hier mit dem Bienending. Gegebenenfalls die Axt. Wie viele Äxte habe ich noch? Ich habe jetzt die eine. Ich habe ja die ganzen alten Äxte erstmal so genommen. Zum Verbrauchen. Ah ja, stimmt. Ich bin ja hier hoch. Jetzt muss ich hier lang. In die Richtung gehen. Das sind immer die verschiedenen Wege quasi. Genau. Erstmal gehe ich dahin zum Baum. Und dann lege ich mir die oberste Etage mal mit Pinienzapfen aus. So, von da aus kam ich. Hier geht's weiter. Ist hier noch irgendetwas? Nee. Vielleicht hier oben? Es ist einfach so dunkel, so schattig. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Kommt jetzt der Teufel persönlich oder Gevatter Tod, der mich jetzt hier gleich einholen möchte? Ich habe keine Ahnung. Dann werde ich mal... Ach, diese Sache. Okay. So, dann ausharren hier mal wieder. Ich weiß nicht, ob hier drüben noch was ist. So, jetzt muss ich wieder ausharren. In der Zeit mache ich mal auf Pause, weil ich möchte jetzt keine 3 Minuten hier stehen und aufnehmen. Deswegen mache ich das mal in der Pause. Das muss ja nicht sein. Obwohl, die 12 Minuten sind jetzt eh vorbei. Wenn ich wieder... Ja, wenn mein Leben wieder aufgeladen ist, dann komme ich wieder zurück in einer weiteren Aufnahme. Dann will ich mal schauen, ob sich hier drüben irgendwas verändert hat, seitdem ich das letzte Mal drauf habe. Irgendwas nachgespawnt ist oder nicht. Kann ja sein, muss aber nicht, ich weiß es nicht. Wäre natürlich cool, wenn ja. Bis dann.